Kamsar ist eine Stadt in der Provinz Isfahan im Iran, bekannt für ihre Spezialität Rosenwasser. Was man damit macht? Es riecht gut, verfeinert Desserts oder Pralinen, es reinigt und pflegt die Haut, ein natürliches Anti-Aging-Produkt seit der Antike. Hergestellt wird es so. Ende April bis Mitte Mai steht man früh auf und pflückt Rosen. Wir kommen um 5 Uhr in den Garten und arbeiten bis zum Nachmittag. Wir bringen die Blumen zum Abwiegen und dann werden sie nach Kamsar gebracht zur Rosenwasserproduktion. Gutes Rosenwasser riecht gut, schmeckt ein wenig scharf und bitter und ist transparent ohne Rückstände. Eine der schönsten und duftendsten Blumen der Welt wächst hier in einem Wüstengebiet im Iran. Die hohe Qualität dieser Blüten wurzelt in den natürlichen Bedingungen und dem Klima in dieser Region. In Kamsar geht es weiter. Wir packen 30 Kilogramm Blüten und 70 Liter Wasser in Kupfergefäße. Dann wird der Deckel geschlossen. Es dauert fast 4 Stunden, die Töpfe zum Kochen zu bringen. Der resultierende Dampf kommt in Behälter mit kaltem Wasser und kühlt ab zu Rosenwasser, etwa 40 Liter Rosenwasser. Auszüge aus dem Rosenwasser, Einkaufspreis etwa 5 Euro pro Liter, werden mit einer französischen Zertifizierung exportiert. Das echte Rosenwasser von Kamsar wird vor allem in arabische Länder und nach Frankreich exportiert. Das Öl der Rose, auch Essenz genannt, dient medizinischen und hygienischen Zwecken. Es geht vor allem nach Frankreich zur Herstellung von Parfum und Cremes, auch als Basis für organische Duftstoffe. Sie kehren in High-End-Markenparfums mit floralen Noten nicht selten zurück in die Region.